Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist Genial Erleben. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und wir werden versuchen, Sie in der nächsten Stunde so gut es geht zu unterhalten. Ich habe sehr schöne Fragen und ich muss leider am Anfang der Sendung zwei Sachen sagen. Eine Dame, die heute extra aus Griechenland angereist ist, aus ihrem Urlaub. Heute am 6. Juni, fliegt morgen wieder zurück. Und oben sitzt Stefan, wird heute 16 Jahre, hat heute Geburtstag und verbringt diesen Geburtstag bei uns im Studio. Da oben ist er. Stefan, mach mal so. Was war denn das eben? Wir haben kurz an, aber das reicht ja auch schon. Man muss ja nicht übertreiben. Wir hatten die Platte nur auf 33 und hätten sie auf 45 haben müssen. Etwas, wovon dieser Junge mit 16 Jahren keine Ahnung hat, wovon wir reden. Von was reden Sie? Das war nach Ihrer Zeit. Bei mir gab es noch Schellack. Ja. Oh, Oliver, echt? Herzlich willkommen. Wiegald, herzlich willkommen. Matze. Danke. Alles gut, schönes Hemd, schöne Farbe. Ja, ja. Doch. Sehr sommerlich, es ist warm draußen. Ja. Ist ja auch Juni. Ja. Richtig. So, es ist Juni, die Vögel zwitschern. Frau Unsinn, wie geht's Ihnen denn so? Es geht mir sehr gut. Ich sehe gerade, dass ich versuche, die Farben der Herren in meinem kleinen, alten, sehr alten Glücksrad overall aufzunehmen. Orange vom Vigi habe ich, das Grün ein wenig Grün vom Olli, das Blau vom Matze und vom Höckerchen Orange. Ja. Und wie, also schön. Und das Schwarz farblich zwischen deinen Beinen, wenn du mal zeigst. Ja, hier. Ja, ja. Na? So. Ich bin so genau die Mischung daraus. Ja, meine Damen und Herren, schlecht ist auch Folgendes. Super geil, ist gut. Aber der geht so. Völlig uninteressant ist auch folgende Information. Was? Ihr wollt euch schon übertrumpfen in euren alten Porn. Man muss den Moderator immer da abholen, wo er steht. Natürlich, wo er sitzt. Ich sitze. Herr Walder, lesen. Im Gegensatz zu Ihnen sitzt die Frage. Lesen. Könnte was dauern, ist ein bisschen schleppig gerade. Bitte? Mach weiter. Haben Sie was? Nein, ich habe total Spaß. Ich habe Angst, dass ich ein Geräusch höre. Hoeker hört neuerdings Geräusche, meine Damen und Herren. Machen Sie nichts draus. Ich höre keine, aber was sie ist, kann ja noch werden. Man weiß es nicht. Kleine Delfinshow hier heute. Sie wissen nicht, wovon wir reden. Aber Sie werden es hören. Wir auch nicht. Wir fangen vorne an. Es geht los. Bernd Engelin wohnt in St. Augustin, nicht weit von hier. Und Bernd Engelin möchte wissen, was ist ein sogenannter Nasspreis? Der Nasspreis? Nicht der Saupreis. Nein, der Nasspreis. Nasspreis. Das Gegenteil vom Trockenpreis. Also ja, der Nasspreis von Beton. Also der Beton wird angeliefert in einer Betonmischmaschine und hat ein anderes Gewicht als im ausgehärteten Zustand, beziehungsweise wenn er als Zementpuder in der Sackumhüllung sich befindet. Der Nasspreis liegt daher höher. Astronomisch. Ja. Der Nasspreis aber hat trocken etwas, kann man ja nichts mehr anfangen. Der Nasspreis hat etwas mit dem Freibad zu tun. Eintrittspreis ist, wenn du schwimmen gehst, darfst dich aber nicht abtrocknen, billiger. Oder der Nasspreis könnte auch etwas mit der Autowäsche zu tun haben, dass man zum Beispiel wirklich, es gibt ja eben, das Auto wird ja auch trocken gepustet, dass es eben, wenn es nicht trocken gepustet wird, sondern nur blank poliert, keimfrei gelutscht und so weiter, dass du dann einfach weniger zahlst, eben nur 6,50 statt 8 Euro. Ich glaube ja, ich hätte sehr viele Nasspreise erhalten, wenn ich meine vielversprechende Karriere als Synchronschwimmerin weiterverfolgt hätte. Und zwar alleine. Ja. Ja, weil viel mehr passten auch nicht in das Becken. Eben. Als meine Esther Williams gab. Ja. Haben Sie das mal gemacht? Waren Sie ja. Sie wissen das doch noch von meiner Geburtstagsshow. Da gab es doch diesen Ausschnitt, richtig, wo ich mit diesem Polizeisportverein im Synchronschwimmen und ich in der Mitte als sehr, sehr dicke Esther Williams. Und ich brauchte auch im Gegensatz zu den Mädchen Flossen, weil die Synchronschwimmerin an sich hat ja eine sehr ausgefuchste Technik, um sich über Wasser zu halten. Das konnte das dicke Ding nicht. Man gab mir Flossen und ich stand so im Becken. Und unten... Waren vier Polizisten und haben sie festgehalten. Ja. Bleib hier. Ist es vielleicht möglicherweise ein Preis, der beim Fernsehen verliehen wird? Der deutsche Fernsehpreis an, sagen wir mal, Reich-Ranicki hat ihn jetzt nicht angenommen, aber kann ja nochmal kommen. Und wenn der dann so frisst, dann wird der Preis irgendwann nass, dann ist es ein Nasspreis. Stimmt. Ich bin beim Haare schneiden. Ja. Wo sind Sie? Beim Haare. Ja, sehr gut, sehr gut. Wie kommst du darauf? Ja. Was für Föhnen legen. Ich bin ein Freund von Fantasy. Wann waren Sie? Der braucht ein bisschen. Lass den Leuten die Zeit. Ja. Nass, es gibt einfach Trockenschneiden und Nassschneiden. Und der Nasspreis ist das Schneiden von nassen Haaren. So nicht. Ja, aber so ähnlich. Aber so ähnlich. Das hat gar nichts mit dem Friseur zu tun. Bitte, Moment. Ach so. Das hat gar nichts mit dem Friseur zu tun. Da haben Sie jetzt auch wieder. Ja. So, sind wir vielleicht bei Tieren? Halt läuft's. Sind wir vielleicht bei Tieren und bei dem Verkauf von Fischen. Tieren?
Fischen, auch ein schöner Plan. Der Fisch ist bestimmt mehr wert, wenn er noch im Wasser ist. Ja, genau. Nein, aber ich dachte, die haben vielleicht so lustige Ausdrücke, wenn so ein weibliches Tier nässt. Ist der Fisch denn teurer, wenn man ihn im Wasser verkauft? Nein, also Moment. Aber lebendiger. Eingesalzene Fische in Portugal, also der Trockenfisch, der ist wahrscheinlich teurer als der Frischfisch. Also der Nasspreis ist geringer als der Trockenpreis in dem Fall. Warum jetzt? Weil der Fisch ja schon veredelt ist mit allerhand Zutaten, vor allen Dingen mit Salz. Und der Trockenpreis eines Kabeljaus liegt höher als der Nasspreis. Also weg vom Wasser. Ja, bitte? Jetzt weiß ich. Es ist doch so, wenn man zum Beispiel unter Wasser ist, kommen einem doch Gegenstände größer vor. Das heißt, so ein Fisch unter Wasser ist teurer, weil er einem größer vorkommt. Wenn du ihn rausholst, wird aus dem Hai nur noch so ein kleiner Stichling und dann musst du wiederum den Trockenpreis berechnen. Ich würde die Fische mal einfach mal abkopfgeben. Weiterverfolgen, weg. Dann ist es halt ein Preis, den Ulrike Nasse-Maifass gestiftet hat? Nein. Gibt es denn auch sowas wie den Trockenpreis, den Feuchtpreis und den Nasspreis und den Schnupperpreis? Also gibt es das als den Schnupperpreis? Nein. Es gibt nur den Nasspreis. Dann hat es was mit Obst zu tun. Obst, Abtropfgewicht. Man spricht ja von Abtropfgewicht. War das nicht beim Obst? Ja, ich meine doch. Ja, genau. Und wenn man da, wenn es nicht abgetropft ist, wenn es halt einfach noch in der Plörre schwimmt, dann ist es halt eben einfach der Nasspreis. Ist der Nasspreis. Sind Sie also im weitesten Sinne bei Lebensmitteln? Ja. Wollen wir da bleiben? Ja. Das wäre nicht gut. Weil das? Macht. Das wäre nicht gut. Für wen? Für euch. Gut. Ich bin in der Ölmalerei. Wenn man ein frisch gemaltes Ölbild vom Schlachter kauft, nein, das war falsch. Wenn also ein ganz frisches Ölbild erwirbt, dann ist das ja noch feucht. Feucht. Und kann nicht so gut transportiert werden. Finde ich gut. So, weil das ja noch verwischen kann, wenn man es jetzt auf die Hutablage im Auto legt. Ist das ein Frachtpreis für Züge oder für... Also ein Transportpreis für Flugzeuge oder Züge, je nachdem, was man für Waren transportieren muss. Gutes Wort eben gefallen. Vom Heli? Flüge? Von mir? Von der dicken Tante? Oder von mir? Züge? Also Flugzeug. Flüge? Flugzeug. Flugzeug ist das richtige Wort, was gefallen ist. Für diese Frage, alter Mann. Ist der Nasspreis? Also, vielleicht, wenn man bei Regen fliegt. Ist das so? Geht es um den Urlaubsreisen oder geht es um den Kauf eines Flugzeuges? Das müssen wir natürlich. Ich glaube, es geht um Ryanair hat doch jetzt Geldeinwurfschlitze für Toiletten gemacht. Und der Nasspreis ist, wenn man sich das spart. Und dann zahlt man den Preis, dass man nass ist. Ja. Oder kann es sein, die Maschine ist so alt, dass es reinregnet und deswegen zahlt man den Nasspreis. Ich hätte sonst auch noch, das weiß ich, aber das ist ja Secondhand, hätte ich noch irgendwie gehabt, dass wenn man irgendwie eine Textilie kauft, die vollgeschwitzt ist, die muss man den Nasspreis. Aber gut. Wir sind beim Flugzeug. Ist der Nasspreis einfach die Lande- oder Startgebühr, die Flugzeuge oder Fluggesellschaften zahlen müssen und die steigt bei Regen, weil der Flughafen mehr Aufwand treiben muss, weil die Startbahn nass ist. Zum Beispiel. Vielleicht aber auch weil der Pilot ins Schwitzen kommt. Kerosin, das Gewicht ist größer durch das Kerosin und das nennt man denn aus welchen Gründen auch immer den Nasspreis? Wie bitte, was war das denn für ein Räuspergeräusch? Ich hab. Haben Sie Bronchitis? Ja, auch. Sich die Stimme also, das hat nichts mit der Tankfüllung des Flugzeugs zu tun. Weil Sie nämlich bei Kerosin auf Ihre Zettelchen gucken. Hat was damit zu tun. So, es hat also was mit der Füllung des Tanks zu tun. Ja, pass auf. Nasspreis. Geht's einfach tumm darum, ob man noch einen Flug... Weil das ist ja teuer. Ob man mit oder ohne Kerosin. So, wenn man verkauft... Fluggesellschaften verkaufen lustig Flugzeuge untereinander und wenn da noch eine Tankfüllung drin ist, ist das halt teurer. Ja, Sie haben für den Flug gekauft, aber leider ist nicht getankt. Schade. Stimmt alles nicht so. Stimmt alles nicht so. Flugzeug, also, aber was hier alles schon stimmt, ist Flugzeug, Tankfüllung. Ich glaube, es geht um ein ganz neues Flugzeug, den Einkauf eines Neuflugzeuges. Ja. Da gibt es den Trockenpreis, das ist der Rohbau ohne Innereien und den Was Nass. Sind denn Innereien? Ja, so Sitze, Stühle, der ganze Krimskrams. Steuer. Nur hier genau, Sitze. Ja, aber geht es vielleicht ist auch schlecht, wenn der Pilot steht. Das ist geht albern. Es vielleicht wirklich ganz schnell darum, ob man ein Flugzeug frisch vom ist gerade gebaut worden oder ein Flugzeug, was eben schon mit Tankfüllungen mal nach Griechenland, Aachen und Paris geflogen ist? Ich werde es euch sagen. Secondhand. Ja, okay. Es geht um Privatflugzeuge. Ja. Wer ein Privatflugzeug chartert oder Flugstunden nimmt, zahlt immer eine Pauschale, die Öl und Benzin mit einschließt. Das ist denn das? Weil Öl und Benzin nasse Stoffe sind, nennt man diesen Komplettpreis in der Fliegersprache nass. Ihr wart nah dran, gebe ich ehrlich zu, wenn ich euch noch hätte zwei, drei Wochen machen lassen. Ja. Aber so nicht. Bernd Engelin, 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr gut. Meine Damen und Herren, wir gehen zu Claudia Sahler. Sie wohnt in Leverkusen
und hat eine Frage, die, wie ich glaube, unter Umständen, auch wenn man es nicht weiß, durch starkes inneres Nachdenken, durch inneres Aufbäumen und durch vorheriges Vorlesen und dem Mut zur Selbstverachtung, ja, dann mal los, eventuell, ja, das geht alles von unserer Zeit ab, natürlich, jetzt beantwortet werden könnte. Claudia Saller möchte wissen, warum werden die Tische einer portugiesischen Universitätsbibliothek jeden Abend mit Ledertüchern bedeckt? Weil sie dreckig sind. Weil die nassen, diese Leder, ach, Sie wollen noch was dazu sagen? Ich wollte sagen. Eine kleine Information noch geben. Ja, gerne. Die kann euch sehr helfen. Ja. Sonst sage ich es schnell. Bei der Bibliothek handelt es sich um den Barockbau der Universität Coimbra, einer der ältesten Universitäten Europas. Ja. Die historischen Räume beherbergen 300.000 kostbare Bücher und Drucke. Diese Schätze darf man nur mit Sondergenehmigung studieren. Ja. Und jeden Abend werden diese Lesetische mit Ledertüchern bedeckt. Und ich glaube, dass diese Ledertücher feucht sind und darüber den Staub anziehen, damit die Bücher besser geschont sind. Wie Leder. Falsch. Kann es sein, dass es eine, ich sag mal, eine Open-Air-Bibliothek ist und diese Tücher sollen quasi die Tische vor Regen schützen? Eine Open-Air-Bibliothek. Ich meine, das hat man jetzt noch schon. Ja, das ist einfach sowas in Köln im Stadtarchiv. Du glaubst doch nicht, dass die alte Bücher schützen wollen in Freiluftbibliothek. Portugal ist ja warm, in Portugiesien ist ja auch warm. Ich glaube, das ist geschlossen. Haben Sie gerade Portugiesien gesagt? Ich habe es genau gehört. Was ist denn, wenn da Tiere in dieser Bibliothek leben? Wenn das schon ein sehr altes Gebäude ist? Ich tippe mal auf Fledermäuse. Ja, Fledermäuse. Genau. Was machen die Fledermäuse? Fledermäuse kacken auf die Tische. Elefanten auch. Und das auch Elefantendung unter Umständen wird. Es geht um Fledermäuse an diesem Ort. Was machen die Fledermäuse? Die fliegen da rum. Die orientieren sich mit Ultraschall. Ja, die kacken auf die Tische. Die kacken auf die Tische ist die richtige Antwort. Ja. Ja. Ich hab's ja gesagt. Man kann durch inneres Überwinden die Frage beantworten. Es war sehr anstrengend, dieses innere Aufbäumen. Ich habe neulich gehört, da gab es so, Mama Maus und Kind Maus gehen spazieren und sehen eine Fledermaus und sagt der Kind zu Mama, sagt, guck mal, ein Engel. Oh, ich kenne ihn mit Batman. Ich kenne den mit Batman, da gehen zwei Mäuse Mama und sehen eine Fledermaus und da sagt das Kind, guck mal, Batman. Das finde ich auch süß. Auch, ja. Haben wir noch eine dritte? Ja. Und eine Fledermaus sitzt ja sogar da oben. Wenn Sie vielleicht so lange ins Kino möchten. Also ich sag's mal, in diesem historischen Gemäuer nisten tatsächlich Fledermäuse, die nachts in diesen Räumen rumfliegen. Um die wertvollen alten Tische vor Fledermauskot zu schützen, werden die Tische abends mit Ledertüchern bedeckt. Jetzt fragt man sich natürlich, warum entfernen sie nicht die Fledermäuse? Aus einem ganz einfachen Grunde. Die Fledermäuse selbst sind in dieser Bibliothek sehr willkommen. Sie fressen Bücherwürmer und bewahren damit die Bücher vor irreparablen Schäden. Deswegen bleiben die da drin, aber sie müssen die Tische halt abdecken. Richtige Antwort, Claudia, es tut mir wahnsinnig leid. Diese Intelligenzbestien haben es geschafft. Aber warum das jetzt Lederlappen sein müssen, wissen wir nicht. Es sind Lederlappen. Das ist es sind halt Lederlappen. Es könnten auch, man könnte auch Lederlappen sein. Schon wegnehmen wahrscheinlich. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch zufällig eine Frage zu Hause rumliegen haben, wissen nicht wohin damit oder auch mehrere, können Sie uns die schicken. Wir sind sehr dankbar. Genial daneben 50616 Köln oder Sie rufen an 01378 1120 oder einfach eine E-Mail fragen @genialdaneben.de. Sie können ja 500 Euro, ist ja nicht das Schlechteste. Zum Beispiel Marc Lutzke könnte jetzt auch 500 Euro bekommen. Bar auf die Hand, er ist nämlich heute Abend hier bei uns. Marc, wo finden wir Sie denn hier im Wald? Hinter Ihnen, Herr Weider. Hinter mir. Marc, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich stelle jetzt Ihre Frage und drücke Ihnen alle Daumen, die ich habe. Marc möchte wissen, was ist der sogenannte Hamstertest? Der Hamstertest? Ja. Wie stark man die Backen aufblähen kann? Zum Beispiel bei Trompetern. Dizzy Gillespie, bekannter Jazz-Trompeter, der also extrem weit seine Backen aufblasen kann. Und vielleicht Aufnahmeprüfung für Trompete am Konservatorium heutzutage. Ist also nicht nur Virtuosität vom Blattspielen und so weiter, sondern auch der Backentest. Also wären wir in der Musik? Auf jeden Fall. Ist das richtig? Nein. Stimmt. Ich bin auf dem Rummel. Ich bin auf dem Rummel, weil der Rummel an sich hat ja gerne Riesenräder und auch so Gerätschaften, die sich drehen. Und beim Amster assoziieren wir ja leider, dass diese armen kleinen Biester in Käfigen zumindest rennen und rennen und rennen. Vielleicht ist das also der Begriff vom TÜV, wenn der TÜV auf einem Rummel
Gerätschaften. Laufrad gelaufen ist, der TÜV-Beauftragte. Testet, wie viel Umdrehung oder wie oft oder wie ob. Verschleißerscheinung. Hatte jemand von euch mal einen Hamster? Ich hatte Meerschweinchen, das war auch traurig. Eine Wasserschildkröte hatte ich mal. Eine Wasserschildkröte? Ja. Wir hatten was ganz drei Hamster. Stück. Der eine ist vom Balkon gesprungen, der zweite ist wohl hinterm Schrank. Das ging am schnellsten. Der zweite hat sich hinterm Schrank versteckt. Wir haben ihn dann Jahre später wiedergefunden. Also den als Rosine verkleidet? Ja. Und wenn er die Hamster gefüttert hat, hat er immer so gemacht. Und der dritte? Der dritte hat Asyl bei der Katze nebenan gesucht. Also sie wollte auch hinaus, dass die Hamster in der Tat ganz viel Nahrung in ihren Backen speichern, ne? Vielleicht das mitnehmen, also man sagt, wenn man hamstert, also wenn man jetzt irgendwie entweder so, was Leute, wenn sie beim Essen wo eingeladen waren, vom Buffet mit nach Hause in die Hose tun. Das sagt man, weil die Hamster so viel in ihren Backen speichern. Aber nicht nur Essen, sondern auch noch Löffel und alles. So. Also, ja, das aber da geht es dann um Volkswirtschaftslehre, würde ich mal sagen. Also ein Verfahren zum Ermitteln der Krisenhaftigkeit einer Wirtschaftskrise zum Beispiel. Wie schlimm steht es um die deutsche Wirtschaft? Kann man zum Beispiel auch daran ablesen, wie sehr die Menschen hamstern? Ja, jetzt gucken Sie aber extrem. Ich glaube, dass es einfach viel, viel einfacher ist. Sondern Hamster werden einfach vorwiegend an Kinder abgegeben. Wir wissen alle, Kinder können unter Umständen auch grausam sein. Und deswegen muss so ein Hamster, bevor er abgegeben wird, auch überprüft werden, ob der das aushält. Und deswegen wird so ein Bindfaden an den Fuß und dann wird er über so ein Katzenklo gehängt. Und wenn er irgendwie nach zwei Stunden Ich krieg die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Wenn der das Hamster aushält, dann ist der quasi... Ich hatte mal einen Hamster, der konnte Jörg sagen. Was? Mein Hamster konnte Jörg sagen. Jörg. Da kann ich nicht drüber lachen. Ich habe ein Geräusch gehört. So, Hamster-Test. Der Hamster ist ja nachtaktiv. Richtig. Weshalb es sich, endlich. Weshalb es sich nicht eignet, ihn Kindern zu geben, denn man möchte nachtaktive Kinder haben. Vielleicht und, ja, warte mal. Ich denke, jetzt geht's erst los. Und das war's. Achso. Ist es vielleicht Auto? Ist Auto ist ein Test, ob. Autoindustrie. Genau, ob in der Autoindustrie, ob die auch nachts fahren. Nein. Es gab doch mal den Elchtest. Es gab doch mal den berühmten Elchtest. Ja. Und jetzt gibt's für kleinere Autos gibt's halt einfach den Hamster-Test. Noch kleinere. Ja, aber nachtaktiv ist schon mal ein gutes Stichwort. Nachtaktiv ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Für eine andere Frage. Das ist richtig. Ja. Die Fledermausfrage zum Beispiel von davor. Hamster sind sehr, sehr fruchtbar. Das Was sind die? Fruchtbar. Wer sagt das? Ich. Hamster können in sehr, sehr kurzer Abfolge neue Generationen erzeugen, um es mal so auszudrücken. Auch alleine, weil die ja meistens alleine im Käfig sind. Ja. Alleine. Wie lange trägt denn so ein Hamstermännchen? Ja, kürzeste. Also meistens stirbt er vorher. Ja. Also, deswegen kriegt man das so selten. Oder geht hinter den Schrank freiwillig. Ja. Oder springt vom Balkon. Springt vom Balkon. Mehr fällt uns nämlich zum Thema Hamster eigentlich nicht ein. Also der Hamster kommt ja aus Israel und soweit ich weiß. Wo kommt der her? Der Hamster kommt aus Israel? Ja, aber mit dem Bus. Ich war hier. Ganz kurz. Schalämmchen! Ja, ganz kurz, wenn es darf auch Freitag und Samstag nicht laufen. Ja, nee, deshalb, der darf nämlich nur vom Sabbat nicht arbeiten. Genau. Gibt es, ganz kurz, kann mir das hier irgendeiner im Raum bestätigen? Was oder sind das die mir, dass der Hamster aus Israel Nein, kommt? Nein, kommt nicht. Dein Hamster. Wo kommen die her? Aus Syrien. Genau, Syrien ist das. Oh, Scheiße, ich hab mich um 600 Kilometer vertan. Mir fällt übrigens noch was ein dazu. Hamster kann man ja am Nacken so hochfassen. Ist das eventuell ein Begriff aus der Medizin? Ich meine, dass es ein Kennzeichen dafür ist, wie stark ein Organismus dehydriert ist, ob, nachdem man die Haut hochgezogen hat, die Haut sofort darauf wieder in die Ausgangsposition zurückkommt oder nicht. Ah, er schaut auf seinen Zettel. Wenn man nämlich, den Hamster-Test. Das hat aber nichts zu tun, ich sehe doch das Hinterlustige in seinem Blick. Nee. Herr Beiler, wir sind beim Zahnarzt. Lass mich nochmal ausreden. Ja, warte mal, das ist doch schon, Sie meinten aber damit jetzt, Sie wieder das sagen können, falsch. Das nee, kann er auch sagen. Sind wir beim Zahnarzt? Sind wir beim Zahnarzt? Nein! Nein! Ich höre jetzt nur noch auf Hohika. So, ich mit, sag gar nichts haben mehr. Wir mit irgendeiner Hamster-Eigenschaft, und wir haben, denke ich, mit vier Eigenschaften den Hamster komplett umrissen, haben wir mit irgendeiner Sache da richtig gelegen? Ja. Was den Hamster angeht jetzt, als Tier. Aber was den Hamster-Test angeht, gab es einen Dr. Professor Eduard Hamster, und der hat einfach... Die Bruchfestigkeit von Stahlträgern? Die wir noch nicht genannt haben. Zum Beispiel, dass er niedlich ist. Zum Beispiel. Wie süß. Dass das irgendwie so wie Kindchenschema. Ja.
Genau, wir sind in der Psychologie. Wie hamsterig sieht einer aus? Bei Psychologie hat er gemacht. Stellen Sie sich mal vor, jetzt haben gerade Deo mein Zuschauer eingeschaltet. Ja, dann haben Sie gedacht, ich komme. Was haben Sie gedacht? Dann haben Sie gedacht, ich komme. Hat man eine Zigarette jemand? Klingen Sie so, wenn Sie kommen? Ja, komm doch an, ich komme ja unterschiedlich herbei. Aber Psychologie. Bild, jetzt hab ich Bilder im Kopf. Hier keiner. Jetzt halten Sie uns nicht auf. Ja, Moment, das ist ja was spannend jetzt. Also Psychologie ist das Stichwort. Hamstertest. Psychologie. Ein Hamster lebt ja, aber Verhaltenstest. Wie Menschen darauf reagieren, wenn sie zu lange in penetranten Situationen ausgesetzt werden. Nein. Zum Beispiel, indem sie ewig lange eine Frage beantworten. Aber wie ist das denn, so ein Test im Käfig, enger Raum, ist ein Hamstertest. Ja. Viele auf einen Haufen könnten Hamster, Urlaub in Syrien könnten Hamstertest sein. Wenn man in der Schlafforschung Menschen nachts den Schlaf entzieht. Ja, gut, das zum Beispiel, ist gut. Das wäre dann der Hamstertest. Oder also wenn man den für Hamster, ob die also einen an der Waffel haben. Oder sind wir, bevor man die zu den sind wir wirklich beim Sammeln, genau, doch, dass es um irgendeine Sammeleigenschaft von Messis oder sowas geht. Ich sag's euch mal. Ja, okay. Also, der Hamstertest ist ein illustrierter Fragebogen zur Untersuchung der Gefühlswelt von Kindern. Da war ich mit den Kindern gar nicht so fast. Hamstertest, weil der Fragebogen eine Bildergeschichte erzählt, in deren Mittelpunkt eine Hamsterfamilie steht. Aus den Fragen und Antworten, die einem Kind zu dieser Geschichte einfällt, können Psychologen Erkenntnisse gewinnen über mögliche emotionale Störungen, an denen ein Kind leidet. Es geht um eine Hamstergeschichte. Deswegen heißt das Ding Hamstertest. Sehr schöne Frage, Marc. 500 Euro, bar auf die Hand. Freu mich sehr. Ich meine, ihr seid ja ziemlich weit gekommen mit Psychologie. Also wenn da jetzt noch das Wort Kinder gefallen wäre, hätte ich dann aber weiter. Ich hätte dann weitergemacht, nicht? Ich hätte euch dann noch eine Chance gegeben. Aha. Der Mann lügt schneller, als ein Pferd rennt. Mach du mal den Hamstertest, dann möchte ich mal wissen, was da rauskommt. Eine Geschichte mit so ganz alten Hamstern. Alte Hamster mit albernen Bärten. Das weiß ich jetzt nicht, ob das da rausgeht. Ich bin der Einzige, der sich hier immer freiwillig eine Stunde lang beleidigen lässt. Das stimmt übrigens. Nein, sind jetzt auch mal lieber zu. Nein. Das stimmt. Nein, mir macht's ja auch Spaß. Och, Manno. Ich hab ja sonst nicht. Außerdem hat sich extra, so einen schönen Nasenhamster wachsen lassen. Nein, das ist was. Wie haben Sie das genannt? Orgasmusbeschleuniger. Genau. Man sagt ja auch, man hat bei der Geburt ein Stück von der Umrandung mit rausgerissen. So könnte es ja auch. Nee, das sind die. Nein! Das sind die Jürgen von der Lippe-Bärte! Das sind die Jürgen von der Lippe-Bärte! Nein, Moment! Bei ihm ist das die komplette Umrandung. So, ich mach mal weiter, bevor es ausartet, meine Damen und Herren. Ich mach mal weiter. Wir gehen zu Dagmar Presser. Sie wohnt in Unterschleißheim. Und Dagmar Presser möchte wissen, was ist ein Schulterhorn? Das letzte Wort habe ich nie. Ein Schulterhorn. Horn! Das ist hier der Glöckner von Notre Dame. Ein Schulterhorn. Dieses Schulterhorn. Ist das ein Überbein, spricht der Orthopäde der Mediziner von einem Schulterhorn, dass es eine Art Überbein an der Schulter ist bei einer Überstrapazierung durch immer wiederkehrende Bewegung. Aber Überbeine gibt es, glaube ich, nur an der Hand, deswegen heißt es auch Überbein. Deshalb heißt es ja auch nicht Überbein, sondern Schulterhorn. Eben, ja. Danke, Herr Hohecker. Es ist ein Film, das letzte Schulterhorn. Ja, genau. Der neue Sat.1-Film, das letzte Schulterhorn. Genau, mit Ralf Möller in der Hauptrolle. Als Schulter. Wer spielt das Horn? Veronika Ferres spielt das Horn. Und Heino Fersch. Und Heino Fersch spielt das. Beides. Das. Okay, Frau von Sinn. Ein Tier? Bitte was? Ist das Schulterhorn ein Tier? Welches Tier? Aus der Familie der Eichhörnchen. Die schultern sich immer gegenseitig bei langen Wegen, die sie so zurücklegen. Herr Hoponik hat einen schönen Ansatz. Ja, also Eichhorn, Nashorn, Schulterhorn, so. Gibt ja alles. Geografie. Ein Pickel, ganz kurz, ein Pickel, der ist aber so groß wie eine Schulter, der wächst hier oben. Ach, so, jetzt Herr Knob, das ist gar nicht Ihr Ernst. Also ich mache natürlich nicht. Das hat der Herr Boning ganz kurz zerstört. Also für Kopf. Herr Boning.
Musikinstrument, Gebirgsformation. Jetzt könnt ihr weitermachen. Sehr gut. Da hat er ein Schulterhorn. Das ist ein Horn, ein Blasinstrument. Ein Blasinstrument, so ein Sousaphonartiges, halbseitig ja, über den Oberkörper was der Spieler, gewickelt. Genau. Das geschultert wird. Ich finde aber, ja, dass die Gebirgsformation gut. Komm, warst du schon auf dem Schulterhorn? Nee, da liegt noch Schnee. Also die Schulter eines Berges. Ja. Also knapp neben dem Rücken sozusagen. Schulterhorn. Und darauf wiederum ein kleiner Felsvorsprung, das ist der Schulterhorn. Direkt neben dem Matterhorn. Nee, neben dem Matterhorn wäre ein Schulterhorn, wenn da direkt daneben noch die Matterschulter wäre. Ach, wie wär's denn, wenn wir beim Bund oder beim Militär wären? Die Jungs, die haben doch sehr gerne auf ihren Schultern Auszeichnungen. Sind wir beim Militär, Herr Balder? Haben die auf ihren Schultern Auszeichnungen? Was haben die da, Preise oder... Nee, das ist doch, was ich meine. Sie meinen diese kleinen Dinger hier, diese Streifen und so. Streifen oder so Knöpfchen. Ja, ja. Also ja, spricht ja irgendwie vielleicht in der Bundeswehr jemand Lachs bei der Auszeichnung für einen höher stehenden Offizier. Psst, haltet euch gepäcklich, das ist ein Schulterhorn. Gibt's das nur beim Militär oder auch woanders? Beim Schützenverein. Wo noch? Das der Feuerwehr. Nicht, Sie führen uns doch wieder an der Nase herbei. Wer sagt das? Ich. Warum denn? Weil ich recht habe. Stimmt. Also wie wäre es denn Martinshorn? Transportable Martinshörner. Also heutzutage, das wissen natürlich die wenigsten. Es gab, bevor das Auto erfunden wurde, ja auch schon Martinshörner. Die gab's vor dem als Auto. Die Schutzmänner noch zu Fuß durch die Innenstädte kontrollieren. Und die trugen Schulterhörner, ja, wenn sich am Samstagvormittag auf der breiten Straße mal wieder dieser Fußgängerstau entwickelt hatte. Und das wird hatte auch bald wieder so sein, wenn das so weitergeht mit, ja, der Autoindustrie. Und dann haben die dann also Tatütata gerufen. Ganz genau, die haben Tatütata gerufen. Und das hieß übrigens lustigerweise überhaupt nicht Schulterhorn, weil es auf der Schulter befestigt war, sondern weil Martin Schulter dieses Gerät erfunden hat. Ist ja nicht Martin, ist ja nicht Martin Luther und hat Nein, ja diese Wahnsinn. Herr Balder. Sie glaube, wir sind trotzdem in der Medizin, aber nicht bei Knochen, sondern bei Hornhaut und spricht der Hautarzt von Schulterhorn. Dass Menschen, die viel Rucksäcke schleppen oder so, hier so eine übermäßige Ausbildung von Hornhaut haben. Da spricht der Hautarzt von Schulterhorn. Also sind wir in der Medizin? Ja. Na, das ist doch schon mal schön. So. Weil es falsch ist. Richtig. Danke. Das Schulterhorn. Es ist ein altes, traditionelles Transportmittel, mit dem man größere Säcke oder größere Bündel, Heu, Stroh oder sonstiges auf der Schulter transportieren konnte. Und es ist hornförmig nach oben gebogen, damit eben selbiges nicht herunterfällt. Ja, ist gut. Wo kommt das her? Syrien. Syrien, Bayern, Syrien. Oberbayern. Sowas kommt immer aus Syrien. Nee, sowas könnte auch aus Afrika kommen, dass man so, dass da, weil da werden ja auch Sachen auf den Kopf getragen, dass man da das vielleicht. Ist, sobald er sich dafür interessiert, da ist da nichts dran. Ist es völlig irrelevant, was man gesagt hat. Komma Maßeinheit an diesen. Ah, genau. Würde ich dann noch ansetzen, Maßeinheit. Also 5 Schulterhörner ist zum Beispiel 1 Liter Bier. Was? 5 Schulterhörner ist 1 Liter Bier. Vielleicht sind es auch 3. Ich weiß das jetzt nicht en Detail. Die Wikinger haben ja auch so Hörnern getrunken. Auch, genau, wenn man sagt, und das war vielleicht so eins, was man so zum Mitnehmen sich so anhaken konnte, wenn man, genau, zum Plündern geht. Dann so, konnte so man sich so ein Methorn, wie man das jetzt, genau, auch hat. Wie die Trucker, ne, heute die Cola in, ja, den Spiegel machen, hatten so die Fernfahrer-Wikinger, hatten, ja, so ein Horn an der, wenn Seite. Die zum Starbucks gingen, haben die sich halt so ein Schulterhorn, Espresso so oder Latte Macchiato, hier so an die Schulter gehängt. Oder so ein mit Schiff. Etwas aus dem Jagdbereich, dass also man beispielsweise ein Hirsch mit einem Horn, mit einem Geweih, dass da vielleicht eine besondere Form des Geweihs, eben das sogenannte Schulterhorn. Im weitesten Sinne Tierwelt. Richtig. Nein. Es ist ein Elementarteilchen oder vielmehr ein halb U-förmig gebogenes Kohlenwasserstoffmolekül. Nee, das ist zu. Moment. Was ist los? Ja, ich habe jetzt überlegt, U-förmig wäre zu viel. Das würde einem Schulterhorn halt nicht entsprechen. Aber habe ich gesagt, einem halb U-förmig. Was ist ein denn halbes U? Ein J. Ein J-förmiges. Also, ein Schulterhorn ist ein J-förmiges. Ein J-förmiges Kohlenwasserstoffmolekül. Oder ein kleines L. Es ist, jetzt, ja, weiß ich es, es, bitte, kommt von den Olympischen Spielen, es, ja, ist ein Schulterwurf im Judo oder im Ringen, es ist eine besondere Figur, die möglicherweise, ja, auch im Eiskunstlauf Katharina Witt, wenn sie irgendwie von ihrer Trainerin Jutta Müller irgendwie links und rechts und über die Schulter, das war scheiße, das ist irgendwas aus dem sportlichen Bereich, würde, ja, ich sagen, ist das Schulterhorn. Und das ist richtig. Nein. Und Waffen hatten Sie auch gänzlich abgelehnt. Hatte schon. Ich, hatten wir die schon? Waffen? Oh, ja, Waffen. Hat jemand? Na ja. Ich glaube, das Schulterhorn ist ein altes ägyptisches Machtsymbol, was der Pharao auf einer Schulter trug,
weil er im Gegensatz zur Welt, die in gleicher Einheit mit sich selber steht, symbolisieren sollte, dass er auf einer Seite mehr Macht besitzt als auf der anderen Seite. Es war insbesondere... So, lösen, lösen! Können wir lösen? Bitte lesen wir die Lösung vor! Ich habe noch nicht mal Syrien gesagt. Okay, ich zeig's euch. Herr Holger, kommen Sie mal davor. Wenn du jetzt den Spock-Griff machst und ich krieg die Hälfte nicht mehr mit hier. So, dann müssen wir hier stehen. Ja? Sabe bringt erstmal das Schulterhorn. Oh. Ah! Oh! Oh, es hat was mit Fitness zu tun. Ja, Sport, hatte ich doch gesagt. Warum soll ich das jetzt machen? Ja, wo kommt das jetzt rein, ne? Nee, anders. Moment, die war... So. Ja, das ist... Nein, das war schon richtig. Das war richtig, glaube ich. Nein, das war schon. Ich werde gleich aufs Rad gebunden. Ah, alles keine Angst. Jetzt, ich geflochten werde ich gleich aufs Rad. So, komm, so. So, jetzt nehmen Sie mal Ihre Hände. So, und jetzt hier ein Gewicht dran. Und oh, ist das schwer. Hier ein Gewicht dran. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ja, ja, das stimmt. Ach doch, weil ich jetzt nämlich meine Schulter nicht belaste. Ja, sondern nur die Unterarme. Genau. Es geht nur um die Unterarme. Man sieht mich nicht, ich möchte gar nicht Bild sehen. Nein, machen Sie weiter, meine Webadresse ist noch nicht von allen Zuschauern abgeschrieben worden. Also, das Ding ist ein Schulterhorn, ja, damit man einfach nur die Unterarme trainiert und nicht die Oberarme. So, nimm mal das mit. Das können Sie anbehalten, Sie sehen gut aus. Sieht auch gut aus. Ja, ist ganz stark. Ja, Herr Krieg, ich höre Geräusche. Ich glaube, das ist, also das ist irgendwie, ich glaube, das ist falsch rum. Nein, das ist gut. Ist mit so einem also Ding es fühlt gut. Sich auf jeden Fall total erotisch an. Das ist mit so einem Ding ist Michael Jackson damals aus dem Stadion geflogen, oder? Also ich glaube, ich weiß nicht, kommen Sie mal her, ich weiß nicht, ob das nicht, muss das nicht noch irgendwie anders sein? Nein, das ist da doch ist, gut. Achso, da muss das rein, vielleicht muss das so, ach so rum rein. Ja, so. Ah, stimmt. Damit es nee, geht, nee, dann, mal, nee. Dann geht's mir wie meinem Hamster. Das ist richtig. Ist auch falsch. Also das muss, dann ist es vielleicht doch so. Herr Hoyer, nein, das ist doch eben beim Training genau das Richtige gefühlt, dass er die Schulter nicht belastet. Ja, dann lassen wir es mal so. Sieht auch scheiße genug aus. Ja. So, auf jeden Fall in diesem Falle Dagmar Presshaus unter Schleißheim, 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr gut. Möchten Sie so bleiben jetzt oder soll ich Sie befreien? Ich weiß es nicht, ich komme hier nicht mehr raus aus der Nummer. Ich habe mich verlaufen. Sie können es auch abnehmen, wenn Sie möchten. Ich möchte Sie jetzt nicht zwingen. Nee. Vielleicht beruhigt kann nicht. Sie mich. Lass doch mal weitermachen. Ja, mal sehen, wie lange das aushält. Ja, macht ihr mal weiter, ich komme hier raus von alleine. Gut, wir machen weiter. Melinda McLeod, wie spricht sich das? McLeod. Meine Damen und Herren, erleben Sie jetzt live, ein Mensch befreit sich. Der große Odin. Der große Hohe. Nein, der alte Mann, ich will da wieder hin. So, wir kommen, nehmen das mal wieder ab. Übrigens, das Geräusch war eben da. Sie haben's nicht gehört. Ich hab's gehört. So, wir machen einfach mal weiter. Danke dir. Wir machen einfach mal weiter. Wir gehen jetzt mal nach Schwarzenholz. Das liegt im Saarland. Melinda Melinda. Melinda wird wissen, wie sie heißt. Und Melinda möchte wissen, was ist eine sogenannte Bodenverletzung? Herr Röcker, könnten Sie an sich auch das beobachten? Bodenverletzung. Wenn beim Fußball jemand in den Rasen tritt, dann ist die Grasnarbe beschädigt, dann wäre das quasi eine Bodenverletzung. Der Fleck wäre egal in dem Fall. Wenn, der wäre egal. Wenn jemand ins Gras beißt.
auch quasi. Seine doppelte Bodenverletzung. Auf der Boden selber. Ja. Eine Bodenverletzung ist wahrscheinlich ein Grenzübertritt. Ja. Also ich sag mal, früher im Wilden Westen, als noch die Grundstücke frei zu verteilen waren und jemand hat irgendwie abgesteckt mit rot-weißem Flatterband, ich weiß nicht, ob es das damals schon gab, und dann ist jemand mit dem Fuß quasi, hat also das, dann war das eine Bodenverletzung, die mit einem Pfeil oder im Kopf bestraft. Oder prinzipiell bei Agrarwissenschaften, wenn ein bestimmter Boden falsch besät worden ist. Also ein Boden, der eigentlich nur für Kartoffel oder Viehzucht, und dann plötzlich baut jemand Mais an. Oder Palmen. Und dann ist dieser Boden für jahrelang verletzt. Verletzt. Emotional. Emotional. Oh, wir innerlich. Sind auch nicht beim Beckenboden. Dachboden wäre sonst eingefallen. Versicherungsschaden. Versicherungsschaden, natürlich Dachboden zum Beispiel, wenn die Wasserleitung, die unterm Dachfirst verläuft, jetzt gar keine Wasserleitung. Macht doch mal nichts. Wenn dort eine verlaufen würde und das Rohr platzte im Winter, dann würde es zum Beispiel zu einer Bodenverletzung kommen. Wer hat seine Wasserleitung im Dachboden? Ist jetzt so ein Beispiel. Ist die Bodenverletzung eine Schnittwunde auf dem Bodensee? Sind wir bei Sport und Freizeit? Moment, langsam. Aber See ist gut. See ist aber gut. Wenn möchten Sie das Horn wieder? Nein, aber See finde ich gut. See kann doch, wenn man Fahrräder versenkt oder alte Ölsachen so, dann wird quasi der Boden des Sees quasi verletzt. Den nennt man aber Grund. Grundbodenverletzung, sagt Nein, man Grund. Auch. Grund und Bodenverletzung. Grundlose. Nein, Grund. Ich darf noch mal in den Bereich Sport und Freizeit mit euch marschieren. Gerne. Voller Freude und Lebenslust. Ja, natürlich. Es jetzt gibt aber los. So lustige Hobbys, wo unbescholtene Bürger am Wochenende sich als Ritter, Indianer oder weiß der Teufel was verkleiden und machen hochnotalberne, wunderbare Spiele. Ritterspiele. Zum Beispiel. Und vielleicht sprechen die von einer Bodenverletzung, wenn dann so zwei vermeintlich verfeindete Sippen. Also wären wir praktisch im Mittelalter. Würde das ja aufs Mittelalter zurückgehen. Ja, genau. Das ist insofern, nein. Aber lieb, dass du mir doch noch ein Stichwort gab. Ja, natürlich. Ich finde Sport total gut. Bodentour. Sie finden Sport gut? Auch privat. Ich habe ja eine Menge Erfahrung, auch gerade was Schulterhörner angeht. Und vielleicht, ich finde aber sowas bei Karate oder Boxen oder beim Ringen, eine Regelverletzung, was Bodenbetretungshaftungsansprüche angeht. Ja, wo jetzt? Bei welchem Sport? Beim Ringen. Beim Ringen. Wenn man zum Beispiel bei einer anderen Sportart. Bei welcher? Bei gar keiner. Beim Schonen? Ja, bei gar keiner. Ich wusste es. Ich bin noch mal bei... So einfach. So einfach. Der Beckenboden, der wird ja im Verlauf einer Geburt einer besonderen Belastungsprobe unterzogen. Und kommt es zu einer Ruptur, wie der Mediziner sagt, dann ist das eine Bodenverletzung. Sind Sie Medizinerin zufällig? Ey. Wir haben hier komische Geräusche. Natürlich. Sie kommt schon wieder. Ich komme. Natürlich, der Bäcker, der Konditor, der muss doch Böden machen, um Torten zu backen. Tortenböden. Super. Ja. Was ist die Bodenverletzung? Also, ja, wenn ganz einfach. Eine Pfirsichhälfte reingeschnitten hat und der Boden zerbricht oder... Schwarzwälder Kirsche ist die Kirsche beim Essen. Ja. Im weitesten Sinn. Auf jeden Fall. Nein. Ja. Nein? Wo sind wir denn? Beim Kochen. Bei wem? Beim Kochen. Dann sind wir doch auch im weitesten Sinne bei Essen, Sie Nase. Nicht, wenn ich koche. Eine also. Wenn der Pfannenboden oder der Topfboden verletzt wird, und dann kann das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weiter... Also ich würde das ganze Thema Essen auch im weitesten Sinne einfach mal... Also wir haben keine bei Getränken, bei Wein, bei Reben? Der Waldboden wird beispielsweise... Boden halt. Wald, aber ist mit... Hat es ja auch Wald, ja, Natur ja. Ist alles... Ja. Auch. Was ist das jetzt? Der Blitz schlägt alles ein, Boden. Herr Walder. Wir sind auf dem Boden in der freien Natur. Der wird verletzt. Ja. So, weil ein... natürlich. Ein Kind fährt Fahrrad, es fällt um und verkratzt mit der... und verkratzt nämlich dann mit der Pumuckl-Klingel verkratzt nämlich die Scholle des Bauern. Ja. Und dann haften die Eltern, weil sie ihre aufsichtlich verletzt haben. Wieso? Die Scholle des Bauern hat der Fische?
Aber Bauer ist gut. Ja, das ist Fische. Du hast jetzt nicht wirklich auf Mann, ist ein Hinweis von Ihnen, Herr Balder, dass es um den Boden an sich geht? Ja, es geht um den Boden an sich. Wir sind in der Seefahrt. Bitte? Nein, aber wir sind beim Nachbarn. Nein, die See findet ja meistens im Wasser statt. Wir sind ja beim Boden. Aber wir sind aber wirklich bei dem Boden. Nachbarschaftsstreit. Bei welchem Boden? Ja, bei dem Boden jetzt dann. Bei welchem denn? Landwirtschaft. Landwirtschaft. Vom Hausboden. Nachbarschaftsstreit. Bitte? Wenn eine große Eiche auf einem Grundstück nah an der Nachbarschaftsgrenze ist, an der Grundstücksgrenze, und die Wurzeln reichen in den Boden des anderen Grundstücks herein. Dann daraufhin spricht entsteht, man, dann spricht von, man von der Bodenverletzung. Bodenverletzung. Falsch. Ah, aber es war kurz sehr spannend. Nur ganz hat es vielleicht etwas mit der Landwirtschaft zu tun? Das zum Beispiel, es muss ja, glaube ich, in gewissen Abständen müssen ja auch, muss ja ein Acker auch mal leer stehen. Und wenn der jetzt noch mal 3 Sommer hintereinander oder Frühling irgendwie dann doch so, dann ist der quasi der Boden nicht mehr, dann ist da nicht mehr genug. Mach ruhig weiter. Sind nicht mehr genug Nährstoffe im Boden und das ist keine also, Art. Da war ich vor gefühlten 3 Stunden mit meinen Kartoffeln und Mais. Da hat die Sendung ja auch noch gar nicht angefangen. So, deswegen. Boden. Die Bodenverletzung. Geht es um Klärgruben? Geht es darum, wenn Menschen... Claire Gruber, eine sehr bekannte Sängerin. Ach, Balder, ich kann bald nicht mehr hier. Geht es um eine Bodenverletzung, wenn Menschen Chemikalien oder böse Sachen in den Boden unsachgemäß abführen? Wenn Nein. Wir sind, Nein. Wenn wir in dieser Sendung das Niveau am Boden ist und wir es immer weiter versuchen und es immer weiter... Hier. Kratzen und verletzen, bis der Boden blutet. Ist es das vielleicht? Das? Nein. Es hat mit Landwirtschaft zu tun. Nein. Aber es hat nicht mit Landwirtschaft zu tun. Ja? Ja! So, weiter ihr. Hier, Teppichboden. Was ist denn, wenn so ein Teppichboden verlegt wird? Und man hat jetzt mit dem Teppichmesser... versehentlich reingeschnitten. Dann ist das und der Teppich schreit. Marmorböden. Wir waren doch schon beim normalen Boden. Wir waren schon bei Feld, Wald Was und Flur. Was ist denn ein verfickter normaler Boden? Feld, Wald und Flur. Feld, Wald so. Und Flur. Okay, geht's darum, dass da das Wild drauf scheißt? Wir drehen das nennt man Düngen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir haben eine, ich möchte das jetzt mal analysieren, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben erstmal eine wirkliche, ich möchte sagen, dreidimensionale, real vorhandene Verletzung des Bodens. Das heißt, die Anordnung der Moleküle der einzelnen Teile des Bodens ist verändert. Ändert worden. Oder wir befinden uns hier in einer eher theoretischen... Oder es geht um Wildschweine und das Problem ist, ob der Pächter, der Yacht oder der Bauer, wer dafür verantwortlich ist, wenn die Wildschweine den Boden aufreißen. Wenn oder jemand mit dem Trecker über den Boden fährt, so, oder darf das nicht, dann ist irgendwie und kaputt und Ende, so richtig, danke, nächste Frage. Bei der Geburt wird der Beckenboden einer besonderen Prüfung unterzogen. Kommt zu einer Ruptur, spricht die Medizinerin von einer Bodenverletzung. Und das kann man übertragen auf den... Hagelschäden auf dem Felde. Nein, letzte Chance. Es ist ein rechtliches Problem. Man verletzt das Recht. Ein Boden... Man verläuft eine Wasserleitung direkt unter dem Dachfirst. Und diese Wasserleitung platzt, zum Beispiel, weil sie im Winter vereist ist und der Dachboden wird nass. Dann spricht man von einer Bodenverletzung. Eine Bodenzerrung. Es ist ein rechtliches Problem. Ich sag's euch jetzt. Schilder. Ich sag's euch. Suchhunde. Unterwegs im freien Gelände. Wie finden die eine Spur? Ganz einfach. Jeder noch so geringe Fußabdruck zerstört Pflanzenteile und kleinstere Mikroorganismen, die Gerüche freisetzen. Diese Gerüche kann der Suchhund erschnüffeln. Und weil der Boden gewissermaßen Verletzungen aufweist, die dem Suchhund den Weg weisen, spricht man in diesem Zusammenhang von einer Bodenverletzung. Es geht um die Abrichtung von Hunden. Ihr wart ganz nah dran. Nein, das hätte man wissen müssen. Das konnten wir ja gar nicht. Ach, das muss man wissen. Melinda mit Nachnamen, wie immer sie heißen, aus Schwarzenholz. 500 Euro für Sie. Gratulation. So. Ich hätte noch so schöne Fragen, die machen wir dann nächstes Mal. Die Zeit ist leider um. Aber wir haben keine einzige gelöst. Doch, ehrlich nicht. Doch. Können wir nicht noch eine machen? Eine haben wir gehabt. Wir machen einfach noch ein oder zwei und du schneidest die schlechten raus. Nein, stell doch einfach eine Frage, die du schon hattest. Die können wir dann lösen. Ja, und wir tun doch mal so, als wenn wir die nicht lösen. Sonst stehen wir so blöd. Habt ihr überhaupt nichts heute? Nein. Doch, die Fledermäuse, die leider nicht. Die Fledermäuse. Stimmt, ja, Gott sei Dank. In Portugiesien. Ja. So Scheißfragen können wir immer. Denken Sie darüber nach, meine Damen und Herren. Ich habe Portugiesien gesagt. Wie heißt es wirklich? Wenn Sie es wissen. Portugalien. Dann schreiben Sie an. Aha.
Also, ich wiederhole die Frage. Portugiesien oder Portugalien, meine Damen und Herren? Ja, wenn Sie es wissen, schreiben Sie an den Norddeutschen Rundfunk an. Und es gibt drei Geländewelten zu gewinnen, die den Boden verletzen. Genau. Das war's. Schönes Wochenende. Tschüss.